Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Factorio. Jo, wir werden jetzt hier noch einiges bauen müssen. Wir haben ja jetzt hier unsere chinesische Mauer schon so halbwegs in Planung. Wir haben noch viel vor, unter anderem halt eben auch die Produktion unserer Lasergeschütze, die jetzt auch noch ein bisschen unsere Batterien bedarf. Und das werden wir jetzt ja auch noch machen müssen. Ich habe jetzt noch die Batterien zu machen. Die können wir jetzt nämlich auch gleich kopieren. Ich glaube, ich habe noch gar keinen Plan dafür, gell? Jo, ich habe noch keinen Plan. Ich habe keinen Plan, das kann nicht sein. Ne, ich habe wirklich keinen Plan davon. Gut, dann muss ich den jetzt noch schnell machen. Erstmal gucken. Ganz genau hinschauen. Damit ich jetzt auch das richtige kopiere und dann nachher das richtige rausschmeiße. Wir brauchen Schwefel. Genau, damit die das Zeug hier machen können. Wir brauchen jeweils Eisen und Kupfer. Wir brauchen das Zeug hier nicht. Das heißt, ich kann hier anfangen und muss das hier alles mitnehmen. Genau. Da schmeißen wir raus, da schmeißen wir raus, da schmeißen wir raus, da schmeißen wir raus, da schmeißen wir raus. Das hier kann drin bleiben von mir aus. Das können wir auch rausschmeißen. Das schmeißen wir auch raus. Das machen wir hier so einen eindeutigen Anschnitt. Den mache ich nämlich dann nachher. Den prüfe ich selber. Das kann da bleiben. Dann, was kann noch weg? Moment mal, prüfen. Was ist das hier eigentlich? Das war die Mülltonne, ne? Jo, das war die Provider-Mülltonne. Das hier wird dann so auch nicht nötig sein. Das hier passt dann soweit. Das hier ist auch in Ordnung. Das muss ich jetzt auch mal kurz wegmachen. Damit das natürlich im selben Planbild bleibt. Das hier kann auch weg. Was ist das? Ist das ein Underground oder ist das ein normaler? Ich glaube, das ist ein Underground. Dann muss der da weg. Den muss ich nachher von Hand machen. Gut, dann wird das hier unser Plan. Der ist jetzt auch passend verkehrt rum. Weil ich auf der anderen Seite gemacht habe. Ist gerade sogar recht passend, wenn ich ehrlich bin. Oh, ja. Gut, dann müssen wir drei Abstand machen. So. Eins, zwei, drei. So. Das ist der Plan. Können wir davon auch gleich ausgehen. Denn die Batterien kommen dann hier hin. Ich mache jetzt wieder einen Abstand zu. So. Kommt hier hin, weil ich möchte da... Ja, brauche ich eigentlich nicht, ne? Ich kann das so machen. Jo. Dann brauche ich mich darum nicht kümmern. Die Kiste kann zu einer Provider-Chest umgebaut werden. Und die müssen wir... Genau, die ist schon limitiert. Jetzt kommt natürlich der ganze Swarm. Und macht den ganzen Rest. So ist gut. So soll es bleiben. Das hier muss ich nicht upgraden. Ich habe jetzt hier... Muss ich mal gucken mit dem Schwefel. Was war das hier? Wo kommt das her? Genau, hier war das Petroleum. Und hier kommt das Wasser. Und hier hört das Wasser auf. Gut, ich brauche ein... Ich brauche Stahl. Das brauche ich auf jeden Fall. Warum habe ich... Ich habe Stahl doch in meiner... Oh. Warum bringen die mir das nicht automatisch? Hallo? Geht's noch? Ist es nicht im System? Kann das sein? Heresie und so weiter. Okay, 7 von den ganzen Chemiefabriken können wir liefern. Und wir brauchen einen Po. Gut, den Po, den kann ich so auch liefern. Den habe ich gerade in den Taschen. Hier. Ah ne, das brauchen wir gar nicht so. Das ist Blödsinn. So. Gut, wir haben hier den Wasseranschluss. Den werden wir auch gleich anschließen. Gas, Wasser, Scheiße, röhre ich hier. Warum habe ich wieder keine Undergrounds? Herrschaft, Zeiten. So, das hier kommt dann auch noch mit dran. Oh, es ist so viel, was ich wieder von Hand machen würde. Wo ist die nächste Kloakenleitungsproduktion? Dingens, Kirchens und so weiter, ne? So, die ist, glaube ich, hier unten irgendwo. Nee. Oder? Nee. Die wäre hier unten zwar nützlich gewesen, ist sie aber nicht. Nö. Wo habe ich die hingebaut? Gut, währenddessen kann auf jeden Fall schon mal die ganzen Fabriken hier gebaut werden. Das ist jetzt gar nicht mal so schlecht, dass ich hier ein bisschen meine Beine vertrete. Vor allem, wir sind jetzt schon so... Sind wir jetzt eigentlich schnell? Habe ich die Beine hingebaut? Nein, weil ich habe Nachtsicht. Nee. Nee. Muss nicht sein.
Ich brauche unbedingt die bessere Rüstung. Müssen wir auch noch gucken, was braucht die eigentlich? Ja, das gucken wir eigentlich gleich nach. Ein Haufen Module, die ich nicht habe. Wobei, die blauen Chips haben wir. Aliens Artefakte haben wir garantiert. Stahl ist auch kein Problem, es sind nur die Efficiency und Speed Module. Was? Dann machen wir jetzt mal kurz eine Black-Produktion. Also so eine. Nicht im Sinne von schwarzen, sondern im Sinne von Back im Hintergrund. Die jetzt hier einfach mal so ein bisschen das Kleingedöns machen soll. Genau. Das sollen wir jetzt einfach mal so ein paar machen. Die machen hier das Dreier. Die kriegen von mir schon mal ein paar Alien-Artefakte. Ja, eins, damit es eine schöne runde Zahl ist. Dann brauchen wir noch ein paar Request-Chests. Gucken mal nach, was wir jetzt gerade vorstammen. Oh, der Cargo Space. Gleich tausendmal besser. Okay, was ist aber sonst noch, was wir nötiges haben? Oh, ja, schon. Spielen. Oh, ja, schon. Moment, habe ich das hier eigentlich schon gefunden? Brauchen wir das nicht? Ich glaube, das brauchen wir für die Rüstung, kann das sein? Genau, das Efficiency-Modul. Nee, es war das. Doch, Efficiency. Doch, das war das Falsche. Ich habe das Modul verwechselt. Das war das Productivity-Modul. Wofür brauchen wir das Productivity-Modul nochmal? Da habe ich mir noch irgendwie im Hinterkopf, dass das einen richtigen Arsch voll braucht von. Habe ich mich wohl geirrt. Egal. Auf jeden Fall werden wir jetzt hier ein bisschen Produktion machen. So. Damit das Ganze auch dann von alleine erstmal so vor sich hin dümpelt. So. So, hier. Dann hier eine Chest hin. Die begrenzen wir auf 1. 1 habe ich gesagt. So. Das sollte dann erstmal reichen. Das stellen wir dann nachher entsprechend um. Aber jetzt hier erstmal uns um die ganze Kloakengedöns hier kümmern. Genau, Wasser. Ja, komm schon. Oh. So. 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 Hier. So. Dann haben wir das auch schon mal gelöst. Dann kommt hier noch unser Problem mit Petroleum. Genau. Das war hier so ein Ding. Geht um. Ah, es geht sogar genau auf. Sehr schön. Und es geht hier nicht auf, weil logisch, ne? Oder müssen wir wieder so ein. Wunderschöne Gestaltung einbauen. Wunderbar. Ich liebe es, wenn ich mein System breche. Aber es ist auch schon zu spät. Die ganze Fabrik steht schon Kopf. Es ist so diese bittere Selbsterkenntnis, wenn man sich viel angenommen hat, aber das sage ich jetzt schon die ganze Zeit, ne? Ist auch nicht so das Ding. Gut. Auf jeden Fall. Schwefel wird produziert. Dann brauchen wir jetzt hier Eisen und Kupfer. Ich glaube, hier war Kupferseite und hier, genau, hier war Eisenseite. Gut, dann machen wir das auch gleich. Da hätten wir jetzt aber das rote Band nehmen, Splitter nehmen müssen. Und hier davon auch nochmal einsetzen. Sonst wird das nämlich Tragödie. Auf dem Ganzen, was dahinter folgt. Was auf dem Fuße folgt. Und das, was jetzt folgt, das ist auch nicht besonders schön. But the case, wie man so schön sagt. Machen wir mal so, weil es gerade vom Platz her nicht anders geht. Und ich möchte jetzt hier nicht irgendeine große Tragödie machen in Bezug auf Umbauerei. Und Kohle, bei Kohle ist es sowieso nicht wichtig. Nicht wirklich. So. Mann, warum kommt mir jetzt diese Scheißlieder in die Ohren? Oh. Oder die Otto Walkes-Version, die ist besser. Ah, genau, die Productivity-Modul brauchen wir für die Raketenabschussbasis. Jetzt weiß ich es wieder. Hey, war doch nicht ganz so falsch, dass ich es geforscht habe. Okay. Vor mir im Wagen sitzt die alte Hexe. Oh Mann, ich muss nachher unbedingt Otto Walkes wieder gucken. Dieses.
Comedy, ja, Comedy. Comedy-Urgestein in Deutschland. Otto Walkes. Wer kennt ihn nicht? wenn du ihn nicht kennst, du hast wirklich, wirklich, wirklich viel verpasst. Okay. Das hier luft dann fast so weit, bis auf das hier, weil Wasser fehlt. Wasser kann ich bringen. Das ist jetzt nicht das Ding. Ist doch immer so, oder? Oh Mann. Och nö. Och nö. Och nö. Okay, wir machen es andersrum. So. Und dann machen wir hier einen Block daraus, also so eine Strecke. Das hier lösen wir so. Und dann mache ich es im Nachhinein. Dann würde es zwar das nicht ganz so optimal laufen für den hier, aber ich glaube, der frisst sowieso nicht so viel Kupfer. Vor allem mit den wahnsinnigen vier Steinöfen. Das heißt aber, damit der Nachhinein nicht irgendwie durcheinander kommt. Hier ist dann Wasser dran. Hier kommt auch schon Schwefelsäure. Und die Batterien laufen. Warum nehmen die eigentlich Schwefelsäure? Es gibt doch genug andere Säuren, die genauso gut und besser laufen. Ja gut, ich frage es nicht weiter nach. Gut, wir haben die Geschütztürme automatisiert. Sie sind im System. Jetzt brauchen wir natürlich einen ganzen Arsch voll Roboports. Die automatisiere ich aber nicht. Weil Roboports sind wirklich kostenaufwendig. Und das hier ist schon so. Kostet schon so viel. Und das begrenze ich noch auf 4. Just in case. So. Die Roboports, da brauchen wir jetzt von Hand welche. Vor allem, die sind jetzt sowieso eine Zeit lang zu Fuß unterwegs. Das kann jetzt sowieso eine ganze Weile dauern. Das heißt, ich brauche Stahl, Gears und Red Circuits. Stahl, Gears, Red Circuits. Das kriege ich zusammen. Red Circus, also nicht der rote Zirkus, sondern Circuits, ne? Warum habe ich eigentlich so viel Gedöns in meiner Tasche? Mag ich überhaupt nicht. So, hier. Und hier. Und wo kann ich Kupfer loswerden? Da vorne. Stahl ist hier aber. So, Gears sind hier auch eigentlich, aber nicht auf Lager. Ich produziere schon mal welche. Hier kann ich mein Kupfer loswerden. Und Red Circus sind da unten, aber hier ist noch Stahl, wie ich sehe. War jetzt gerade näher für mich. So. So. Die Gears und Red Circuits brauchen wir noch. Der Stahl dürften wir jetzt genug haben. Ich glaube, Red Circus. Ja, kann reichen. Ich brauche eher Gears momentan. Gears. Okay. Haben wir hier noch irgendetwas, was da zwischengelagert worden ist? Nein, aber wir nehmen davon mal ein bisschen mit. Kann man nie ganz schaden, wenn man es hat. Dann gucken wir mal, wo habe ich Gears eingelagert? Gute Frage. Nächste Frage. Ich habe hier was hingeschmissen. Nö, das ist auch nur so Gedöns, was ich wieder so rumfliegen habe. Ich habe viel zu viel Mülltonnen bei rumliegen. Moment mal kurz. Krabbel ich gerade in meinen eigenen Mülltonnen herum? Ihr seht ja schon mal, wie weit wir gekommen sind. Wir sind so arm dran, dass wir noch in unseren eigenen Mülltonnen herumgraben. Ah, geil. Oh. Das ist Ironie, ne? Gut. Oh Mann. Wo sind denn hier noch? Es flackert schon wieder. Sind schon wieder am Ballern, gell? Ja, da unten. Strom ist auch so ein Ding. Hier können wir eigentlich auch noch ein paar uns krallen. Provider Chest, bitte. Und Strom. Sie brauchen natürlich die Provider Chest X Millionen Jahre. Habe ich irgendwo Storage Chest, geht auch gut. Das begrenzen wir mal hier so auf das hier. Sehr gut. Gut. Hier ist nochmal eine Gear-Kiste. Ist das eine schon? Ja, das ist schon ein Provider. Gut, den nehme ich mir alles. Und baue schon mal die Roboports. Dann würde ich sagen. Warum habe ich das hier dabei? Herrschaftszeiten, ich habe viel zu viel Kaffee. Gut, ich schmeiße jetzt erstmal alles raus, was wir nicht wirklich brauchen. Das hier brauchen wir nicht.
Die brauchen wir nicht. Das hier alles brauchen wir nicht. Den brauchen wir auch nicht, den Michi, wobei den können wir gleich freilassen. Du bist frei! Und der Rest sieht vernünftig aus, beziehungsweise einsortierbar. Die lassen wir jetzt auch mal kurz hier liegen. Den einen kann man da auch vergammeln lassen. Das schmeißen wir auch mit rein. Jetzt schaut's sauber aus. Halbwegs. Gut, dann wollen wir mal gucken. Der Plan kommt ins Büchle. Ins Schlaue. So, dann entscheiden wir mal uns, wo wir die ersten Mauern hinpflanzen. Es wird wieder um unser Land eine Mauer gebaut. Das ist wahrscheinlich so eine deutsche Sache. Wir wissen, wie man Mauer baut und wie wir sie kaputt machen. Da sind wir Weltmeister drin. Gut. Dann haben wir das geklärt. Die Roboports. Gut, erstmal überlegen wir, welche Mauer machen wir als erstes. Ich glaube, dass diese Mauer hier mir gefällt. Boah. Was ist. Oh, jetzt haben die Roboports keinen Platz mehr. Wieso habe ich jetzt keinen Platz mehr für Roboports? Das geht doch mal gar nicht. Hier, Müllkiste. Machen wir so zwei hinein, damit ich meinen Roboport wieder mitnehmen kann. Das kann doch nicht wahr sein. So. Ich brauche aber noch ein paar Geschütze. Ein bisschen Kampfausrüstung. Und dann können wir ich glaube mal im nächsten Part, können wir dann einfach mal groß auf Mauerbau gehen. Mit anschließender, beziehungsweise währenddessiger Großwildjagd. Ich glaube, das würde so ganz recht funktionieren. Ja, ich nehme mal kurz. Die Kohle kann ich jetzt nicht mitnehmen, weil ich wollte jetzt da unten noch schnell was hinbauen. Also die Kohle unten weitergeben, weil da steht so diese eine Fabrik, also dieser Brenner da, der ganz arm und alleine. Ich kann nicht brennen, weil ich habe keine Kohle. Ja. Das ist das. Ich habe Mitleid mit solchen Öfen. Ja, es ist wahr. Ich habe Mitleid mit ihnen. Aber was ich kein Mitleid habe, ist mit diesen Biestern hier. Ah. Ich komme schon. Ich eile, ich fliehe, ich wälde. Ne? Ist da hier schon was produziert worden? Ein bisschen was. Das ist nicht wirklich der Rede wert. Muss ich nachher gucken, woran es liegt. Ja, komm rechts. Hallo, erst mal in meiner bescheidenen Fabrik. Hier gibt's was auf die Nase, wenn du willst. So. Diese nervigen Biester hä. Gut, ich hole mir jetzt noch ein paar von den Geschützen, weil die werden wir jetzt nachher brauchen. Dabei gucke ich mal schnell nach, ob wir hier eigentlich alles haben, was wir benötigen, um halt diese Bänder, diese Dinger hier zu produzieren. Genau, wir haben das jetzt nicht im System. Die blauen Chips. Das ist noch eine Holzkiste, gell? Jo, das ist eine Holzkiste. Sehr langsam, aber es wird. Dann machen wir das mal zu einer Provider-Chest. Sind schon mal 100 beieinander, ist schon mal nicht so wenig. Es kann ja nur vorangehen. Gut, aber. Die genau hier. Brauchen wir. Dieses Geräusch. Da kriege ich Ohrenkrebs von. Okay, was kann ich weglegen? Ich mache mal kurz. Meine Beine lege ich dahin. Ich lege mal die Schutzschilde. Die Batterien brauchen wir jetzt auch nicht sofort. Und warum habe ich schon wieder Kupfer in meiner Tasche? Ja, das ist so ein Best das ist wie mit Dreck, das sich in Taschen sammelt. Man weiß nie, wie es hinkommt, obwohl man seine Hosen immer recht sauber hält. Das kommt doch trotzdem irgendwie rein. Gut, 13. Das wird jetzt mal so für den Plan reichen. Pose. Brauchen wir noch einen ganzen Stapel von. Dazugehöriges Holz, welches ich aber hier mal schnell hole. Dann, wenn wir das haben, machen wir uns daran, das hier mal abzubinden. Ich glaube, so irgendwie. Das heißt, die zwei hier oder der ganze Spalt hier. Würde jetzt erstmal von Monstern freigeräumt, aber ich will die ganzen Eisenproduktion mitnehmen. Ich möchte da im Optimalfall eine Eisenbahn bauen, die so schnell so tschu-tschu hier runter und hier eine geht wieder. Oder je nachdem, wie es ist, vielleicht kann man sich sogar außerhalb fahren lassen. Also nach draußen, weil, wie gesagt, ich habe noch nie gesehen, dass irgendwelche Monster diese ganzen Eisenbahngeschichten mit angegriffen haben. Was das Ganze natürlich sehr vom Vorteil für uns macht. Ja, weil Fließbänder werden von den Biestern. Oh, ich hab schon Krebs. Die Fließbänder werden von den Monstern angegriffen, aber wie gesagt, die Eisenbahn nicht. Zumindest ist es mir noch nie passiert und ich spiele das Spiel jetzt schon ein paar Stunden. Und ja, muss ich schauen. Ich glaube, das können wir hier auch ablegen. Hier ein bisschen Holz können wir auch einlegen. So, wir brauchen nicht gar so viel. So, ich würde sagen, wir haben jetzt genug beieinander, um das Projekt Chinesische Mauer anzufangen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Part, wenn es heißt, schaffe, schaffe, Mauer baule. Für die Gott.